Okay. Gehen wir jetzt hier rüber, machen diese Quest. Oh, warte mal, ich habe hier noch eine Zerstörquest. Nein. Dieser Barracuda, ey. Ey, oh, du sollst nicht den Barracuda anvisieren. Ah, fuck. Okay. Das war nicht schlecht. So. Nein. Ja, nein! Dann hat ich mich durchgeglitscht. Okay. Nein! Hä? Ey, warte mal, das hat doch gerade geklappt. Jetzt. Schon wieder zwei. Wo soll hin? What the fuck? Stirb! Hol mal noch schnell die Kiste, weil die eh hier ist. Ich glaube, ich müsste trotzdem das so nah erstmal erhöhen. Damit wir dann noch weiter gucken können. Diese Mineralstoffergänzung wäre unnötig, wenn der Hai eine nahrhaftere, ausgewogenere Ernährung verfolgen würde. Warum springt er immer so weit drüber? Ich fight ihn so richtig mit am Lande. Wer du? Hey! Okay, das war einfach. So, oh, Alter, wie viel ist hier? So, jetzt machen wir das. Jetzt müssen wir hier hoch. Hi. Ach, scheiße. Könntest du mal... Danke. Haifischjagd wurde im alten Fidschi durch ein königliches Dekret verboten. Aber dies ist definitiv nicht das alte Fidschi. Es gibt viel mehr Spirituosenläden und Kreditgeber. Hallo, nimm doch jetzt irgendwas mal an. Okay, super. Wir müssen noch drei holen, ja. Hm, Kiste. Zufällige Mutationen sind nicht zufällig. Sie erfordern okay, wir brauchen jetzt noch drei Menschen. Mutagenen als Katalysator. Hey, das ist voll cool gemacht, ey. Ich feier das Spiel gerade richtig. Weil es einfach mal was anderes ist, so im Gegensatz zu den ganz anderen Mist jedes Mal. Und noch einen Menschen.
So, Hammer. Seht ihr das Loch dort? Nice. 93. Und tschüss. Habe ich den Ball mit einem Schlag versenkt. So, jetzt können wir mal gucken. Cliff Gillich das Gegenteil behauptet, ist er ein Lügner. Mach mal das Gitter, weil da ist noch eine Kiste drin, die wir direkt holen können. Des Lebens eines Bullen heißt, nimmt er ein recht breites Sortiment. Alter, das macht richtig Spaß, ey. Am Anfang ist so, du bist am Anfang echt schwach sozusagen, aber jetzt geht das richtig ab, Mann. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd. Hä? Wo ist er? Da. Endlich. Okay. So, wir müssen jetzt... Oh, hinter mir ist eine Kiste. Irgendwo. Da. Der schlanke Vagabund wartet aufmerksam auf... Bullenhaie sind es gewohnt, alles zu verschlingen, was seinen Weg ins Wasser findet. Nein, 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 ja, 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 nein, 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 ja, 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 ja. Okay, ich bin im Pool. Okay, so, jetzt machen wir den. Was ist der? Da. Warte mal, da ist noch ein Fragezeichen. Das sollten wir auch nochmal machen. Behält alles genau im Auge, bei dem es sich um Nahrung handeln könnte. Ich glaube, das wäre ein Spiel, was ich auf 100% spielen werde. Weil das Spiel macht einfach gerade ultra viel Spaß. Ich weiß nicht. Stellt ihr vielleicht gerade auch fest. Der Bullenhai kann durch selektive Fütterung größere Maximalgrößen erreichen. Level 8er Barracuda ist eine Mission? What the fuck? Achso, das war nur sogar eine endgültige Mission. Okay. Dann war ja einfach. So, jetzt gehen wir da hin. Wo ist die Quest? Hä? Da? Da. Hä? Wo ist die Quest? Da? Zumindest mir hier rum. Schnipp, schnapp. Da unten ist ein Schild. Aha. Was? So, jetzt müssen wir hier. Jetzt müssen wir hier machen. Töte 10 Makrelen. Okay, so. Jemanden zu treten, also mit den Schwanzflosse zu hauen, ist echt schwierig. So,
Nicht wundern, ich mache nebenbei immer den Sonar an, weil dann sehe ich halt besser, wo die sind. So, 2 von 8 Landmarken. Wer nach Einnahme dieses Medikaments einen Priapismus hat, sollte trotzdem davon absehen, bei sich selbst einen Aderlass vorzunehmen. Alter. Ich geh's mir aber auf den Keks hier. So, noch 2. Oh wow, die zählen nicht. Also muss ich hier unten rein. Na gut. Ich schwimme aber auch nicht weg, so. Ja, ich lass mich mal fressen, so, ja. Big Mac heißt die Mission, lol. Okay, hier. Jetzt komme ich ja auch überall rein, was halt auch ganz cool ist. Überlegt mal, ey, ihr wohnt hier am Strand, auf einmal boxen sich so 2 Haie miteinander. Sieht dann einfach nur so ein Blutfleck auf dem Boden oder so im Wasser. Nein, die Vorstellung ist schon interessant. So. Fischer Bursch. So, wir haben schon 11 von 17, aber das ist auch ein kleines Gebiet hier, müsste sagen. Der Plünderer begnügt sich auch damit, von allen möglichen auf den Meeresgrund gesunkenen Abfällen zu naschen. Aber in eine Kiste, oder? Ah, ne. So, hier ist eine Mission, die können wir direkt mal machen. Wie viel wir schon gesammelt haben, einfach nur, weil wir hier ein bisschen... Guck mal, die EP, die wir oben haben. Wir können sogar gleich diese... Zacken und das so nah arbeiten, wenn wir so weitermachen. Wie nice ist das denn bitte? Ah. Im heimischen Pool ist man sicher, ne? Die Alligatoren sind auch nicht schwer Reach, sondern eher die Menschen mit ihren Booten, weil die einfach wie bei GTA einfach immer durchgehend spawnen. Zum Beispiel die Polizei halt jetzt. Nicht an die hier ran, ey. Wenn ein Hai sich an den Stein Kopfgeld wurde festgesetzt. Oh, ne. Das Haiweibchen sollte sich in Acht nehmen, bis die Jäger aufgeben. Deswegen lasse ich die Jäger... Oh mein Gott, ich habe mich entdeckt. Jetzt halt mal ganz kurz ein bisschen hier unten lang schwimmen. Mal ganz kurz warten, weil die sind ein bisschen nervig, also was heißt nervig, also ich meine klar, dass die Jäger kommen, wenn ich da auf einmal so rein trye Menschen zu töten, aber ich weiß gar nicht, ob ich Stufe 3 erreichen muss. Im Endeffekt so, umso mehr du tötest, umso schneller kommen die jetzt oder umso mehr kommen. Ich versuche jetzt eigentlich noch hier die unten die Mission zu machen. Wie kann ich ranzoomen nochmal? Hier, genau, das habe ich auch schon. Also die Mission mache ich jetzt noch. Die beiden kriege ich noch hin. Ja, das hier kann ich eigentlich alles machen in dem Moment hier. Diese Ecke. Habe ich hier schon angefangen? Nee.
Muss halt ein bisschen drauf achten. Also die Menschen, habe ich gerade festgestellt, das tut schon echt weh. Okay, sie haben aufgegeben. Still und leise endet auch diese Kopfgeldjagd. Noch drei. Drei offen. Da ist noch einer. Er geht aber auch nicht weg, ne? Interessanter wäre es natürlich, wenn die auf einmal wegrennen würden, ne? So. Aber tun sie auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht wegrennen, aber gerade... Der war jetzt gerade ein bisschen selten, dämlich, der Typ. Okay, er rennt. Setz ins Haus rein? Och nö, oder? Die Lebensdauer des Menschenfressers hängt von seiner Geschicklichkeit ab. Okay. Wo sein? Wie ihr sehen könnt, hat die Golfküste den Anbau von Baumwolle und Reis eingestellt und damit angefangen, Luxusferienhäuser zu bauen. Okay. So, das haben wir auch. Jetzt können wir mal den da holen. Haben wir das nächste Nummernschild? Hallo? Oh, so, hier muss irgendwo eine Landmarke sein. Ob ich hier. Irgendwo hier war die. So, die haben wir auch. Mittlerweile gibt es eine Regelung, die diese beschädigten Golfschläger vor der Verwahrlosung bewahrt hätte. Ah, hier hinten hätte ich zum Beispiel noch machen können. Dann wäre das nämlich auch fertig. Aber wir wollen erstmal weiter questen. Was müssen wir noch machen? Oh. Ich glaube, wenn man die Quests gezielt macht, kriegt man ganz schnell Level. Also wie gerade. Ich habe ja super schnell jetzt Level gekriegt. Ich habe jetzt innerhalb von halbe Stunde oder so, halbe oder zwei Stunde oder 20 Minuten, habe ich drei Level gemacht. Friss 8 Menschen. Schurkenhai-Weibchen muss nun getötet und öffentlich ausgestellt werden, um den Rachedurst der Stadt zu stillen. Ganz kurz hier unten rein. So. Haben wir jetzt hier noch was? Ne, wir müssen jetzt noch... Ja, komm hier rein. Wir fighten hier drin. Komm. Komm. Hier drin, da geht mir die Jäger nicht auf die Nerven. Einfach super cool gemacht, ey. Das macht super Spaß, also. Ich muss jetzt kurz warten, bis die Jäger wechseln, weil dann kann ich nämlich hier weitermachen. Aber ich glaube, warte mal, mein Log sagt, schaffe Golden Shore Populationskontrolle, 2 von 3. Also ich glaube, Populationskontrolle mache ich gerade. Den Spitzenpredator muss ich noch machen. 2 Spitzenpredatoren. Da kriege ich ja auch wieder was. Und ja, Reich Level 10 habe ich.
Töte den Spitzen, schaffe 40 Bayou. Ah, okay. Das ist das, was ich gerade mache, alles. Ein Effekt. Ich glaube, das sind die Dinger hier. Populationsdinger hier. Das müssten die sein. Bei diesen reichen Leuten endet es immer in einem Streit darüber, ob ein Pudel Wheaton Terrier Mischling eher Woodle oder Weedle genannt werden sollte. So. Wenn das jetzt oben weg ist, können wir dann weitermachen. Das macht voll Bock, ey. Also, das kann ich jedem empfehlen, das Spiel. Hoppala. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Alleine schon, wie die Schwimmanimationen sind, finde ich super. Eine weitere Haifischjagd neigt sich dem Ende zu. Wenn ich ins Boot beiße, kriege ich an den? Nee. Okay, wir müssen kurz warten. Scheiße, wieso sind die jetzt wieder da gewesen? Ich habe die gar nicht gesehen, ne? Wo geht's denn da lang? Wie komme ich da raus? Toll, ich will eigentlich weitermachen. Jetzt muss ich kurz warten. Dann zählen die Menschen hier auch dazu? Ich glaube, die zählen nicht dazu, ne? Nee. Blockbuster. Dark Knight, hi, wie geht's dir? Oh, I see you. Ist das Game gratis? Nein. Also ich habe es vom Entwickler bekommen, um es anzuspielen. Und es kostet vorbei. Aber, glaube ich, 40 aber Euro auf Epic. Geht weiter. Oder, nee, wie teuer ist es auf Epic, Leute? Das weiß ich gerade nicht. 40, genau. Und ich, für die Xbox auch. Also ich habe es für die Xbox gekriegt. Grünlight ist Lurker-Button. Er chat auch für euch jetzt. Ich habe jetzt so ein Lurker... Badge eingefügt, das heißt auch für die Lurker, dass ihr nichts schreiben müsst, aber da könnt ihr eure Punkte dafür ausgeben zum Beispiel. Einfach so ein kleines Gimmick. Nein, Krümel. So, jetzt aber. Ins Wasser. So. Überlegt mal so. Auf einmal kommt ein Hai und springt einfach mal in euren Pool rein. What the fuck, ey. Steck fest. Warte, ich steck fest. Ich steck fest. Ohne Scheiß, ich steck fest. Okay. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber ich habe festgesteckt. Bei diesen reichen Leuten endet es immer in einem Streit darüber, ob ein Pudel Wheaton Terrier Mischling eher Woodle oder Weedle. Wir haben schon 60% von der Insel geschafft. Ich gebe meinen Punkt lieber dafür aus. er kriegt später was, weil er schläft gerade. Ich will nicht wecken. Ah, merkt ihr das auf jeden Fall. Das Spiel ist verstörend. Das Spiel ist super cool gemacht. Macht auf jeden Fall ultra Spaß. Viele Golfer ärgern sich mit diesem Paar 7 Ungetüm herum. 19? Es ist durchweg das schwierigste Loch auf dem Platz. Okay, wir könnten da das holen. $36,99, okay. Ich weiß auch gerade nicht, wie teuer es bei Instant zum Beispiel ist. Also, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also, ihr seht ja, wie viel Spaß ich an dem Game habe.
Nice, haben wir gekriegt. So, wir könnten aber mal eins machen. Warte mal, wobei wir sind hier oben. Fenster Gaming 26 Euro. Sau billig. Die Trinkergruppe von jemandem hat ein Ertrinkungsproblem. So. Ich komm nicht raus. Der Hai, vom Appetit angetrieben, verfolgt sein einziges Ziel: zu fressen und sich zu entwickeln. Ja, genau deswegen habe ich es mir für die Xbox zum Beispiel geholt, weil ich wollte unbedingt Erfolge sammeln in dem Game. Was ist denn das? Sind wir jetzt in... Ist das unsere Grotte? Nö. Hä, wo sind wir denn jetzt bitte? Hä, wo sind wir? Oh lol. Erst neu entwickeln, bin ich ein Hai. Werden wir ständig erinnern, wie die Einmischung des Menschen das fragile Gleichgewicht der Meereswelt durcheinander bringt. Sorry, gerade ein bisschen Action hier. Ah, kommen noch mehr hier oder was hier? Ah, du da hast weg mit euch. Du kannst auf der Xbox zum Beispiel bei Call of Duty funktioniert das mit Maus und Tastatur. Spiele ich ja immer. Aber sonst. Ich weiß nicht, welche Spiele dafür frei sind und. Sorry, wenn es gerade ein bisschen lauter ist. Okay, so. Ich weiß nicht, welche Spiele dafür frei sind mit Maus und Tastatur, aber zum Beispiel Call of Duty spiele ich ja damit. Zum Beispiel Destiny 1 darfst du nicht machen, weil du gebannt wirst. Rainbow Six Siege dasselbe, da wirst du gebannt, wenn du es benutzt. Deswegen, es gibt keine offizielle Liste, wo was du darfst. Das ist halt schade. Bei Two Point Hospital funktioniert es auch, das weiß ich. So, okay. Ist hier noch irgendwas? Also haben wir das jetzt da unten? Ich sehe das nicht. Ach Leute, hier ist eine Mission drin in der Höhle. Ja, bei Call of Duty Multiplayer auch. Also, da geht's auch. Da ist es auch erlaubt. Aber sonst kann ich es dir ehrlich nicht genau sagen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viele funktionieren, weil die Funktion gibt's noch nicht so lange, dass es richtig funktioniert oder integriert ist. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich würde es gerne sagen, aber. Weil mich interessiert das ja auch. Der Sultan der Geschwindigkeit. Jawohl. Ey, was ist denn das für ein Auge? Hey, warte mal, lol. Hat er einen Golfball als Auge? Wo hat der denn jetzt bitte? Hat er einen Golfball als Auge? Hab ich das so richtig gesehen? Diese Proteinergänzung enthält keine Zusätze. Sodass wenn wir so weitermachen, haben wir das Spiel auch noch durch, ja. Über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen müssen. Ja, wir haben jetzt schon vom Spiel. Wartet, wo stand es? Hast du irgendwo vorhin gelesen? 76. Ach nee, das ist das. Irgendwo stand das doch. 45% der Story haben wir schon durch. Lol. Wie komme ich hier wieder raus?
Aber es ist echt gut markiert, also sieht man sieht auch echt gut, wo man lang muss und was man machen muss. Das ist echt gut gemacht, ey. Mal hier. Scheiße, wie ist da? Wo kommt denn auf einmal die Kiste da her? Will mich jetzt verarschen? Wo kommt denn die Kiste da auf einmal her? Ey, warte mal, die war 40 Meter entfernt, das heißt, die ist oben. Reicht doch. Aha. Wir haben schon 15 von 17 Kisten? Der habgierige Vagabund ist ständig unterwegs und sucht nach allem, was seine auszeichnende Völlerei sättigen kann. Ja, wir haben auch bald alle Landmarken. Hä, what the fuck? Das ging ja richtig allein, ohne dass man irgendwie eine Karte oder so haben. Aber nicht mehr lange, wenn der Mitgliedschaftsdirektor Doug Thompson etwas dazu zu sagen hat. Die Sachen zu sammeln sind echt einfach. Weil du diesen so nah hast und dann kriegst du mal Fragezeichen. Immer beliebteres Unterfangen, bei dem man es für 7 bis 10 Cent pro Ball riskiert, Alligatoren und Giftschlangen zu begegnen. Auf zu schreien. Die anderen zwei Sachen sind hier unten. Wir machen jetzt aber erstmal den. Der war da hier irgendwo, ne? Da. Hallo. Okay, doch nicht. Ah, Glück gehabt. Wo ist er? Ah, da. Der hat einen Golfball als Auge, ne? Muss da mal hin. Au, achten. Nein! Alter, ich krieg den nicht, der ist zu schnell. Okay, wir müssen mal ganz kurz was snacken. Oh nein. Fuck, wir haben noch einen zweiten als Gegner. Weiter, dann können wir uns eigentlich anheilen. Markus erkennt man leicht an ihrer konischen Schnauze und ihrer sichelförmigen Schwanzflosse. Also der ist schon eine andere Nummer hier, der Gegner. Weil der ist extrem schnell. Ist der andere. So. Hey, wo ist der andere? Ich sehe nichts. Ihn gerade eigentlich mal stunnen, aber nicht so geklappt. Ja, ich kann ihn nicht greifen. Okay, warte mal, wir müssen kurz heilen. Hab ich dich doch was. Alter. Oh nein, nicht noch einer. Der Marco ist schnell und aggressiv und bekannt als Wanderfalke der Haie. Da der Wanderfalke aber ein Landvogel ist, ist dem Marco diese Bezeichnung ziemlich egal. Okay. Wir müssen aber das Schattenzeug sammeln.
Weil durch das Schattenzeug heile ich mich halt immer. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt nur bei dem Gebiss ist. Oder ob das jetzt auch noch, weil es gibt ja auch Set-Boni in dem Spiel, was halt auch super witzig ist. Geil, wir sind gleich Level 15. So. Ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt, wenn wir eh hier oben sind, erstmal die Mission noch machen. Oh, der ist unten. Es kann sein, dass er irgendwo in der Tiefe ist. Aber man levelt echt gut hier. Also es fühlt sich halt echt gut an, dass die Level auch nicht so weit entfernt sind, muss ich jetzt sagen. Okay, wir haben gleich Level Up. Und dass auch so Level 1 und so auch EP geben, das finde ich echt gut. Wie komme ich jetzt da unten rein? Wo soll der sein? Zerstöre das Ziel. Hier drüben. Hier. Der nicht. Ist er da drin? Oder ist er unten drunter? Ah, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Hopp. Über irgendwo. Aha, das habe ich gesucht. Aha. Komm her! Knauke, hi. Boah, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Nemo-Simulator. Ein bisschen größer. Okay. So, warte, wir können jetzt erstmal hier hin. Ach, gut, soweit. Oh, das freut mich. Ach, schön, dich mal wiederzusehen. So. Das Haiweibchen kehrt wieder einmal in seinen Rückzugsort ein. Oh ja, passt mal auf jetzt. Wir haben ja jetzt neue Flossen. Warte mal, ist das... Ach nee, das ist Schatten, ne? Wir hätten hier Knochen, dann hätten wir wahrscheinlich ein Set. Aber dadurch, dass wir nur eins... Was haben wir denn hier? Verursacht im Umkreis 1 Meter. Im Umkreis von 1 Meter 30 Schaden? What the fuck? Plus 10 Schadenswiderstand, plus 3% Schadenswiderstand, plus 3 Rammschaden. Lol. Okay, Attacke. What the fuck? Hab gesehen, dass du mal ein Männerspiel spielst, also nicht Nemo. Ja, Tarkov ist ja ein Männerspiel. Okay, warte mal. Wir werden das hier auf jeden Fall verbessern. Ist das jetzt schon auf Endgame? Oh, es ist auf Endgame. Fortgeschrittener Sonar, Stufe 80. Okay. Dann werden wir unsere Schatten-Szene auch verbessern. Somit machen wir, kriegen wir beim Beißen 45 Gesundheit und nochmal extra. Genau Tarkov. War das jetzt ironisch mit genau Tarkov oder war das jetzt ernst gemeint? Verbessern wir das auch noch. Somit haben wir mehr Life. Widerstand gegen Rückstoß durch Bootsbesatzung um 600. Also haben wir die jetzt auf gelb. Cool. Mir fehlt aber noch was hier. Die möchte ich jetzt nicht machen, weil wenn wir jetzt wahrscheinlich das andere freischalten. Achso, und wie kommst du voran? Ich freue mich auf den Vibe bei Tarkov, weil das ist geil.
War ernst gemeint. Ah. Oh, cool. Wir haben ja früher immer PUBG zusammengespielt, das weiß ich noch. Guck mal, wie der abgeht jetzt. Hallo, Boys. Alter, ist das ein Riesenvieh jetzt, ey. Wir haben jetzt gut EP gesammelt. Okay. Nein! Okay. So, warte mal. Ich komme da nicht hoch. Ja, war mal anders. Fuck it. Haha, geil. Okay. So, jetzt müssen wir noch was mal sammeln. Das hier. Uns fehlt aber irgendwas. Ich weiß aber... Oh, hier ist noch einer. Oh, das ist die letzte Kiste. Uns fehlt noch ein... Oh nein, uns fehlt noch eine Kiste. Der Bullenhai ist nicht wirklich ein Gourmet. Er frisst so ziemlich alles. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen den so nahe sprengen, Chat. Das heißt, wir müssen irgendwo eine Quest machen. Hä? Warte mal. Schaffe Populationskontrolle. Hä? Wo war denn der? Hä? Verstehst du halt nicht. Wir haben alles gemacht, aber trotzdem irgendwie nicht. Ah, ich glaube, ich weiß. Nee, das. Was heißt denn Populationskontrolle? Wir mussten doch die ganzen. Wir machen mal den hier. Da sind noch zwei Sachen. Nice. Okay, da gehen wir jetzt rein. Aha. Machen wir es mit das. Älteres Tier. Okay, das macht keinen Sinn. Also hier kommen wir noch nicht rein. Der gefräßige Zackenbarsch frisst Fische, Tintenfische und Krebstiere. Oh. Feuer mal die Jägertaube her. Okay, da komme ich noch nicht rein. So, wartet. Hi, Manta. Das ist direkt den Löcker-Bad. ja, komm immer gut voran. Können ja mal eine Runde spazieren gehen, wenn du willst. Ja, können wir gerne machen, auf jeden Fall. Kann man nachträglich Videos bearbeiten, Huschel. Wie meinst du das? Irgendwo sind hier Fragezeichen, ich weiß aber nicht wo. Nee, das geht nicht. Entweder das Ganze oder gar nicht. Oh. Du meinst jetzt aber im VOD, ne? Du kannst es aber, glaube ich, stumm stellen, wenn du willst. Was ich weiß. Wartet mal, wir müssen jetzt mal ganz kurz... Hä, warte mal, wo bin ich denn jetzt gerade? What the fuck? Bin ich wieder hier? Genau. Nee, du musst das Video dann löschen. Anders funktioniert es nicht. Also zumindest kann es sein, dass du es stumm stellen kannst, aber... sonst weiß ich es nicht. Weil da eine Telefonnummer drin stand, dann würde ich sofort löschen. Ja, aber Knauke, wie gesagt, wir können gerne mal eine Runde zocken zusammen. Also ich spiele gerne Tarkov. Alles. Also ich spiele es wirklich, wirklich gerne. Das weiß auch mein Chat mittlerweile. Und ich freue mich auch auf den Vibe. Und da wird halt gesuchtet 24-7 erstmal. Der Golf bitte ist sagt. Die Heimat von kleinen Komm ich und da jetzt großen rein? Lebewesen.
Bin abhängig, ja. Wie WoW damals, das stimmt. Komm ich da jetzt rein, Chat? Komm ich da wahrscheinlich hier oben durch, ne? Aber da brauche ich ein älteres Tier. Das heißt, ich muss auch ein bisschen leveln. Um die letzte Kiste zu kriegen. Das ist ja ätzend. Mir fehlt ein Landmark. Das ist bestimmt hier oben irgendwo, das Landmark. Aber andere Frage. Ich habe jetzt hier alles gemacht. Aber mir fehlt trotzdem noch diese Populationskontrolle. Vielleicht ist der hier hinten irgendwo. Warte mal. Ist die Quest hier hinten irgendwo? Ah, hier. Lol, wir sind jetzt hier hinten, die Quest. Das drängt ja nicht. Das drängt ja alles nicht. So. Wir können ja jetzt auch witzigerweise, dadurch, dass wir jetzt erwachsen sind, können wir jetzt auch hier in die ganzen anderen Base rein. Also können wir auch in diese die Dinger aufmachen. Okay, da ist noch eine Kiste. Können wir die Kiste jetzt schnell holen? Wo ist die? Der Bullenhai demonstriert, wie wichtig es ist, genug Mineralien zu sich zu nehmen. Wieso haben wir jetzt... Hey, wir kriegen auch wieder in den alten Gebieten Quests. Wie witzig ist das denn bitte? Wieder einmal wird aus der stillen schönen See ein Meer aus Blut. Das ist wie im WoW. Gehe in ein altes Gebiet zurück und... Ah, guck mal, ein Alligator. Und farme da irgendwie 300 von irgendwas. Alter, die Krokos haben überhaupt nichts mehr zu lachen jetzt. Am Anfang so, Krokodil. Und jetzt so, Krokodil. Guck mal hier. Ein Numero Schildo. Das Bronzeherz zum Berufe farmen. Ja, sowas halt. Genau, super ätzend. Aber schön, Knocke, dass du mal hier wieder hier bist. Freut mich, dich mal wieder zu sehen. So, jetzt gehen wir da. Oh, warte mal, wir nehmen erstmal die Kiste, weil die näher ist. Im Meer, wo töten oder getötet werden die Regel ist, bieten leistungssteigernde Mutagene Vorteile, die über Leben und Tod entscheiden können. Hopp. Das Ticken. Eine Uhr wäre wohl kaum das Seltsamste, das je. Ich weiß gar nicht, was wir mal sammeln müssen für den Schatten, für das Schattenset. Müssen wir, glaube ich, die anderen Landmarken holen, ne? Glaube ich. Irgendwie war das so. Wie der springt, ey. Pion. Ah, guck mal, ein Alligator, komm her. Okay. Einfach mal keinen Sound gemacht. Nice. So, wir müssen jetzt hier rein. Weil hier kommt man, glaube ich, nur als Erwachsener rein. Nice. Aha. Mutagen 23 kurbelt gewiss das evolutionäre Wettrüsten an. Aber das ist trotzdem echt eine echt schöne Grafik, muss ich sagen, ne? Also ich habe es mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Am Anfang. Oh, wir müssen hier runter erstmal. Scheiße. Ich möchte diese, von dem Schattenset möchte ich die nächsten Teile haben, weil ich weiß nicht, wie sich das auswirkt. Und ich weiß auch nicht, was die... Als nächstes dann Sinn. Weil du kannst super schnell farmen, auch mit den ganz kleinen Fischen so. Oh oh. Wasser?
gerade sagen. Okay, wir müssen hier durch. Wie der Hai aussieht, ne? Voll krass, ey. Aber wir haben ja erst zwei Teile eigentlich, das Gebiss und die Flossen. Ich weiß ja nicht, wie das dann noch weiter aussieht, wie der Körper sich verändern kann. Guck mal, wir haben hier, jetzt müssen wir hier rum. Da ist zum Beispiel ein Landmark, nice. Das müssen wir holen. Schwimm, schwimm, schwimm. Wir haben 47.000 von dem Gelben, ey. Abfallplünderer, der im Prinzip keine Geschmacksnerven besitzt. Los, komm. Schwimm schneller. Hallo? Hallo? Irgendwie. Hallo? Noch zwei. Immer daran denken. Beim Bau eines Friedhofs sind gefährdete Küstengebiete zu vermeiden. Okay. Zählt das hier dazu? Nee, das ist extra. Ach, Leute, gibt's auch noch 10 Kisten bei der Kleinen. Guck mal. Rädchen könnten wir da nochmal zurück. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal dahin. Ich will das mal gucken, weil es war nämlich eine Zeit lang, also es war ja so, wo wir angefangen haben, konnten. Wieso kann er denn nicht mehr? Ich kann gerade nicht mehr springen. Chat, ich kann nicht mehr springen. Ich kann nicht mehr springen. Ich habe irgendwas eingesammelt, dass ich nicht mehr springen kann. Kann auch nicht mehr beschleunigen. Fuck. So, doch nochmal kurz neu starten. Und wir sind echt gut vorangekommen. Wir spielen es jetzt ungefähr seit knapp 4 Stunden. 30 Minuten. Nee, stimmt gar nicht. Seit 4 Stunden spielen wir ungefähr. Und sind Level 15. Und haben jetzt die Hälfte der Story geschafft. Laut der Prozentanzeige, die da steht. Genau. So, gucken wir doch mal. Eine eigentümliche biologische Anpassung ermöglicht dem Bullen das wieder. Überleben im Keine Ahnung, war ein kleiner Bug, glaube ich. So, wir haben ja irgendwas jetzt gemarkt. Wo ist denn das? Hier rechts. Ach da. Kommen wir da hoch? Nein, 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 ja, ja. Das ist so kacke. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass so ein Spiel mich fesselt, ne? Ohne Scheiß, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Nein! Oh, fuck. Okay. Wir müssen von der anderen Seite springen. So. Das haben wir auch. So, jetzt können wir da hoch die Quest machen. Töte 10 Welse. Okay. Warum kriegen wir so eine Billo-Mission mit Töte 10 Welse? Ich meine, im Startgebiet. Keine Ahnung. Aber vielleicht kommt noch irgendwas dazu. Da ist ein Kroko. Ein Krokodil. Komm her, du.
Hä? Lebt das noch? So. Samwels, oder? Ich krieg ihn nicht. What the fuck? So, dann gehen wir mal hier rüber. An vielen Orten sind mehr Todesfälle durch Riesenwälze zu verzeichnen als durch Haie. Wie im Amazonasbecken oder im Splashmania Waterpark in Garland, Texas. Okay, warte mal, wir müssen da hoch. Wie kommen wir da hoch? Nein, ich wollte da hoch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich den so kriege. Aber nice. Okay, warte mal, jetzt geht's hier weiter. So, holen wir noch den Landmark, weil ich glaube, also mit den Landmark kriegen wir, glaube ich, diese das Schattenset zusammen. Was halt echt. Weil ich möchte mit diesen Heilen ein bisschen spielen. Oh, noch einer. Immer daran denken. Wenn man auf Grund läuft, bleibt man am besten bei seinem Kanu und stirbt den Tod eines ehrenhaften Seemanns. Er spielt nicht mit seiner Beute. In dem Spiel schon. So, das haben wir auch. Jetzt ist hier links noch irgendwo ein Fragezeichen. Hier. Da ist noch ein Fragezeichen. Hä? Habe ich ihn jetzt gemarkert? Das hier. Hä? Ah, wahrscheinlich dadurch. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Hä? Warte mal, wow. Okay. Wie komme ich da am dümmsten hin? Nee! Warte mal. Wo war denn das jetzt da? Was? What the fuck? Das war jetzt aber eher ungeplant. Okay. Von 17. Dieser Hai verwendet Lipide aus fettreicher Nahrung wie dieser, um seine Schreckensherrschaft anzutreiben. Okay, warte mal, wir müssen es anders machen. Wir müssen hier schneller sein. Der ist ziemlich hoch, ey, meine Herren. Oh, oh. Sieht nicht so aus, als ob wir da rankommen. Wobei, warte mal. Ah, ich hatte ihn im Visier gerade. Oh, wer ist denn hier? Ich komme da nicht hoch. Wie komme ich da hoch? Hier? Wie komme ich da hoch, Leute? Das ist der letzte, glaube ich.
eigentlich das Standard-Anno. Du kannst ja aber jetzt mit für Season 2 kannst du eigentlich alles holen. Kommt halt drauf an, was du machen möchtest. Also ich gebe dir einen Tipp. Bei Anno alles holen. Macht sonst, also das würde ich dir empfehlen halt. Ich komme da nicht hoch. Kann das sein, dass ich vielleicht den noch zu klein bin dafür?